Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elektriker Simulator. Ja, da wir letztens einen Weihnachtsmann geholfen haben, nicht? Und obendreiner Engine alten Kassettenrekorder repariert. Da müssen wir mal gucken, was haben wir denn heute noch so? Hier haben wir noch was. Der Detektor schaltet ihn ein, erkennt überhaupt keine Geister. Ach du liebe Güte, du heute Geisterdetektor. Gibt es hier noch was im Angebot? Nee. Nur Deckenlampe, Papier, ach, machen wir alles nicht. So. Also, ich bin ein großer Fan von Geistern. Ich meine, ich habe einen gesehen. Aber ich würde es gerne tun. Habe ich Angst? Nein, natürlich nicht. Sieh dir nur mein Gesicht an. Ne? Ich habe vor kurzem einen EMF-Detektor gekauft. Theoretisch spürt er eine Länge, aber praktisch sieht der Geister. Leider funktioniert er nicht. Repariere ihn, aber pass auf, wenn er rot wird, bedeutet er, na, da sind wir mal gespannt. Du. So, das ist Werkbank arbeiten. Bumm. Angenommen. So, da gehen wir mal zum Geisterdetektor. So, Gerät testen haben wir mal. Soll ja alles kaputt sein. Gerät kaputt. Ja, dann machen wir mal hier. Was ist das? Hä? Ach, da brauchen wir doch. Ach, ich sehe es verrostet. So. So. Mein Typ, was will man jetzt machen? Achso, nee, er hat doch gerade in der Hand. Achso, wir brauchen bestimmt wieder Lötkolben. Wir können ja auch ein bisschen ranzoomen, oder das vergesse ich immer. So. Bumm. Batterie abdecken. Prüfen, in Ordnung. Batterie prüfen, die ist auch in Ordnung. Das ist auch ganz in Ordnung. Oh. Achso, nee, da brauchen wir ja hier. So. Kaputt. Ist gut, die Teile können wir ohne Esel bestellen, oder? Kaputt, ne, dann machen wir hier. Leiterplatte ersetzen. 75 Dollar, Mensch, 50 kriegen wir bloß. Das geht aber auch nicht sowas. So, ne, dann machen wir jetzt wieder Demontage. Zack. Da war ja zumindest so, gucken wir mal. Ne, haben wir einen Geist hier? Nix ist. 50, die machen mehr für die Leiterplatte bezahlt. Das ist doch ein bisschen, hä? Tipp, du hast schon wieder ein neues Level. Was kriegt man da dafür in einem neuen Level? So. So, was haben wir jetzt noch? Was ist denn das hier? Elektrikerschein. Oh Gott, das müssen wir dann. Hä, das ist schon wieder ein neuer Elektrikerschein. Den müssen wir bestimmt das nächste Mal machen, oder? Schlange stehen für Geschenke. Ich habe meine Steuerung. Die Regler wackeln. Die Finger haften nicht an den Regelsteuern. Vibriert nicht. Ich habe gehört, dass du Steuerung reparieren kannst. Mein kleiner Bruder hat mir erzählt, dass du einen alten Schrott repariert hast. Ich habe auch eine Steuerung zu reparieren. Ich habe mir einmal geärgert, weil dann bip. Oh. So. Dann müssen wir den nächsten Schein machen, du. Ach, hey, guck mal, du. Sieht aus wie ein PS3-Controller, du. So, Gerät dessen, machen wir mal. Gerät kaputt, so. Da drehen wir mal rum. Oh Gott, ich habe immer so Teile auseinandergenommen, ich kann dir sagen, du.
Geht natürlich alles viel einfacher. Ne? Hier machen wir schon wieder Sprühflasche. Ach hier, oh, alles verrostet, Mensch du, die Härten ein bisschen hat sie noch. Hier auch. Oh, ein Gammelding ist das ja, ein vollkommenes Gammelding. Muss man machen. Gib mal einen Tipp. Ja, das hab ich auch Lötkolben. Ah, da brauchen wir wieder Lötkolben. So, jetzt müssen wir prüfen. Jetzt geht's los. Bim. Prüfen. Also, Messgerät. Also, eins ist kaputt. Kaputt ersetzen. Weil ich weiß nicht, wie man die Einzelteile machen kann. Reparieren muss ja hier. Guck mal, weil wir verdienen gar nicht so viel an dem Zeug immer. Na gut, jetzt haben wir hier schon wieder $3. Komm. Der rechte Stick kaputt. Ja. So. In Ordnung, hier ist nochmal linker Vibrationsmotor prüfen, kaputt, ne, dann machen wir jetzt auch nochmal, Töp, ersetzen, ja. In Ordnung. So. Da haben wir alles. Also wieder zusammenbauen. Wenn es noch wirklich so schnell ginge, Ding hier mit. So. Was denn jetzt noch? Was fehlt denn hier? Ach, die Tasten fehlen ja auch noch. Stimmt ja, die Mensch. Stimmt ja. Vibriert alles, du Gegenstand senden. Ach, 70 haben wir doch gekriegt, du Menschenskinder. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen sollen. Hier müssen wir doch bestimmt jetzt wieder einen Haufen. Oh, ja, da haben wir nur noch Werkbankarbeiten. Vielleicht müssen wir ja doch erstmal den Schein machen, du. So, es wird Zeit für dein Abschlusszeugnis. Oh, und ja, wir sind auch traurig, dass es ein Ende ist. Heute lernst du, wie du Gegenstände in deiner Umgebung platzieren kannst, vor allem an Wänden und Decken. Wähle einfach den gewünschten Gegenstand aus einer Wand. Vergiss nicht, dass du sowohl Steckdosen als auch Schalter an Stromkästen anbringen kannst. Oh. Setze die Sicherung in den Kasten ein. Platziere die Verteilerkästen an den Wänden. Das sind den Schalter auf dem Verteilerkasten. Na
Platziere eine Stecke. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, wir gucken mal. So. Die Brille aufsetzen. Da geht's mal los. Du. Ach du liebe Güte. Abschlussprüfung. Hm. So. Gegenstände Tutorial. Es wird Zeit für dein Abschlusszeugnis. Heute sollst du das Platzieren von Gegenständen lernen. Wähle einfach einen Gegenstand aus deinem Inventar, zum Beispiel einen Verteilerkasten, und platziere ihn an der Wand. Du kannst Hilfslinien nutzen, die dir helfen, Gegenstände zu platzieren. Öffne einfach Radialmenü und wähle Messwerkzeug. Aha. Denke daran, dass du zum Verschieben von Gegenständen, die sich bereits an ihrem Platz befinden, einfach die Taste gedrückt hältst und die Option Gegenstand verschieben auswählst. Oh Gott. Tja, was brauchen wir hier alles? Wir sammeln erstmal alles ein. Zack, zack. Tja. Was müssen wir machen? Setz die Sicherung in den Kasten ein. Sicherung. Habe ich gar keine. Warte mal. Inventar. Ah, hier. Sicherung. Da müssen wir mal tauschen. Bim, bim, bim. So, Lampe. Machen wir erstmal nicht. Das brauchen wir bestimmt. So, Sicherung. Ja und jetzt? 33? Wie soll ich denn jetzt einbauen? Ich kann da hier gar nichts halten, Sicherungskasten. Ja, mache ich ja. Wir machen mal die 2. Ach so, ja. Ja. Platziere die Verteilerkästen an den Wänden. Verteilerkasten, platziere die Lampe an der Decke. Verteilerkästen an die Wände. Achso, dann müssen wir unter Inventar. Da brauchen wir die. So. So, Installation. Verteilerkästen werden unter einer Steckdose platziert. Halte den Verteiler und wähle die Option Platzieren einen Gegenstand. Denke daran, dass du den Gegenstand in deinem Inventar haben musst. Ach, haben wir jetzt. Hä? Nee. So, hier kommt die Lichtschraube. Jetzt wollen wir die 3. Die Steckdose, die soll dahin. So, und jetzt brauchen wir Lichtschalter, Inventar. Lichtschalter, Deckenlampen machen wir auch noch. So, Lichtschalter. Also die 2. Und zack. So, platziere die Deckenleuchten. Die 3. So, wie war das jetzt mit dem Maß? Taschenlampe. Ach ja, Maßband. Ah, ach ne. Aha. Cool. So. Schließe die Deckenlampe an die Hauptstromversorgung an. Schließe die Deckenlampe, platziere die Lampe, Stehlampe. Stehlampe brauchen wir noch. So, jetzt müssen wir Korn. Das können wir erstmal ausmachen. Jetzt brauchen wir ja Korn. Nee, Korn. Bum. So. Ich habe okay, Korn. Haben wir im Inventar Korn. Hier ist Korn. Und die brauchen wir ja bestimmt dann auch noch. So.
So, jetzt brauchen wir hier erst einmal, müssen wir kabeln. Kabeln 2. Machen das wieder ein bisschen. Dann machen wir das wieder mal. Was new? Warte mal, könnte man hier auch hier... Aha. Genau, so. Ach, das ging gleich, man konnte gleich von da nach da. So. Genau, so machen wir Ausgang. So. So. So, und jetzt muss das zu den Lampen. Ne? Ja, nee, pssst. Schief. Naja, wir machen jetzt mal. Ja, machen wir mal so. Oh, ist jetzt natürlich nicht klassisch verlegt. Ne? Hä? Warte, wir fangen mal am Schalter an. Bim. Wir fangen mal am Schalen an. Ja. Schließe die Deckenlampen an die Hauptstromversorgung an. Ja. Ausgang. Kabel Ausgang. Ausgang. Ich habe aber nur Kabel Ausgang. Wenn ich über Kabel Ausgang immer so einen Eingang habe. So. Hä? Kapier ich jetzt nicht ganz. Kabel kann ich dann dieser Stelle platzieren. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, ich habe aber... Jetzt muss ich mal gucken, was auf der anderen Seite, was ich übersehen habe. Ah, Eingang. Eingang. Kabel, Eingang.
Das ist falsch, oder? Ich dachte, wenn der Schall, verstehe ich jetzt nicht. Okay. Und das bei der Stelle im Wohnraum. So. Musste ich da. Müssen wir da noch anschließen, sonst wird das doch nichts haben. So, da war das. So. Ja. Wenn wir uns Strom einschalten. Hey, haben wir doch alles gemacht, du. Guck an, du. Mensch, du, wir haben die Prüfung bestanden, die Abschlussprüfung bestanden. Man muss wirklich da hingucken, dass auf der anderen Ecke wirklich noch was ist. So. Hey, du, die Abschlussprüfung. Mensch du, Blitz und Donner, Donnerwetter du, jetzt können wir. Mensch du, das hat er gar nicht mehr öffnet mit XP. Okay du, okay. So, was kann man denn machen? Blub, neue Nachricht. Wir gucken gleich mal, was wir jetzt da so für Aufträge haben. Wir gucken mal. Thomas Elektriker auf der Baustelle, du. Was muss man hier machen, du? Installiere die fehlenden Verteilerkästen, Steckdosen, Schalter, du. Das machen wir vielleicht dann das nächste Mal hier. Was haben wir hier noch? Verdammt, bringe das Licht zurück, repariere die Lichtschalter. Ach na nu! Installiere zusätzliche Lampen im Hauptschlafzimmer, du. Ach du liebe Güte. Okay, empfohlene Artikel, was hat denn da alles? Glühbirne, du. Menschenskinder, Firma in Besitz, 9, du in Besitz. Brauchst 24 Kabel? In Besitz ein Kabel. Oh Gott. Wandleuchte, in Besitz 0. Ach du liebe Güte, das kannst du gleich gucken. Kreuzschlitzschrank, wir haben einen Kreuzschlitz. Wir wollen jetzt jedes Mal einen Kreuzschlitzschrank zu verkaufen. Oh Gott.
Neues, altes Haus, fehlerhafte Elemente entfernen, Haus lüften. Kreuzschlitzschraubendreher, ja. Ja. Jetzt gibt es natürlich die Kabeln im Angebot. Ne? Haben wir jetzt noch was Kleines? Was haben wir hier? Rudolf repariert, Geschenke verpackt, außer einem. Wie? Nein. Diese Motorschlange gehört nicht dazu. Es ist die Schlange, die die Elfen benutzen, um Nordpol herumzukommen. Und wenn er zu klein ist, ihnen ist die Konzeption meiner so völlig fremd. Bitte repariere unsere Polarbahn. Aha. Ja, wir machen das mal noch. Haben wir noch ein bisschen? Naja, vieles nicht mehr. Wir gucken mal, was hin. Schnell mal zur Werkbank. Blitz, blitz, blitz. Ach, die liebe Güte, Zug. Kaputt, bestimmt. Zug kaputt. Oh. Kaputt. So. Oh Gott. Ach, das hat euch schon wieder verrostet, alles hier, alles. Du weiter? Gib mal einen Tipp. Abraum mit der Lötkolben. Ach, das war schon. Na, da gucken wir gleich mal. Ja, unbekannt. Prüfen. In Ordnung. Achse mit Rädern. In Ordnung. Prüfen. In Ordnung. Motor ist bestimmt kaputt. Motor kaputt. Ersetzen. Ja, ungefähr ein Weihnachtsmann machen wir das. So, schnelle Montage wieder. Aber wieder Lötkolben bestimmt. Ach, haben wir schon. Okay. Achse mit Rädern. So, Gerät testen. Sie läuft wieder, du schnell fix noch gemacht, du schnell fix noch gemacht. Gut, dass uns die Weihnachtselfen irgendwas zahlen, du. So, meine Lieben, aber da lassen wir das erste Mal, ne? Neue Nachricht, du. Schon wieder der Twinkletow, du, dieser Roboter drin dran. Ja, schön. Oh, ich hab's hier das Licht noch an, sehe ich gar nicht, du, mit der Taschenlampe. Bip. Mensch, blip. So, meine Lieben, ja, haben wir unsere Abschlussprüfung bestanden, du, ne? Das ist ja was. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen abonnieren. Wenn ihr nichts von dem spannenden Simulator verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.